Die EU will erst im Februar entscheiden, ob sie wegen der Festnahme des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Das verlautete aus Diplomatenkreisen beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Es soll demnach zunächst abgewartet werden, was ein geplanter Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau erbringe. Borrell solle dem Kreml Anfang Februar eine klare Botschaft überbringen. Die EU hat die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert. Der Oppositionelle war vor einer Woche nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. In Berlin war er nach einem Giftanschlag auf ihn in Russland behandelt worden. Für den Anschlag macht Nawalny den Kreml verantwortlich.